Die Karibik. Ein Urlaubsparadies. Aber einst war diese Gegend eine Hochburg für Ausgestoßene, Diebe und Mörder. Eine wilde Rasse, die vor Hunderten von Jahren verschwunden ist. Aber was wäre, wenn es Überlebende gäbe? Und was, wenn sie ihre Existenz vor der Außenwelt geheim halten? Was wäre, wenn das jemand entdeckt? Freibeuter des Todes. Auf ihrer Insel hat die Zivilisation, wie wir sie kennen, bizarre Formen angenommen. Wer seid ihr? Ich meine, wer seid ihr alle? Seid ihr eine Art religiöse Sekte oder was? Wenn ich gewollt hätte, dass ich dich treffe, hätte ich dich getroffen. Wie kannst du so mit deinem Vater reden? Sie sind nicht mein Vater. Hör auf mit dem faulen Zauber! Feuer! Piraten? Ich weiß, es klingt verrückt, aber sie sollten mir besser glauben. Alle, die die Insel der Freibeuter des Todes entdeckt haben, wurden nie mehr wiedergesehen. Freibeuter des Todes, der Super-Thriller vom Autor des Weißen Hai und das Riff. Findet den Menard-Mann, erstecht ihn. Ah! SOS, SOS! Ihr glaubt mir ja doch nicht, was hier los ist. Ah! Die grauenerregendste Sache der Weltmeere sind die Freibeuter des Todes.